Und weiter geht's hier am Bernsteinsee. Altbekannte Stelle, muss man natürlich kennen, den Spot. Und etwas andere Köderkombi als sonst und als zuletzt lief. Zuletzt hatten wir ja mal Erdbeer und Vanille und jetzt gehen wir wieder ein bisschen fischig dran. Also, Attacke Vollgas hier. Erst einen Brocken gerade schon rausgezogen hier an dem Spot. Frisch angefüttert erst. Das Ganze jetzt gerade erst so, ja, gegen 21 Uhr. Zack, da ist er, der Nächste. Gegen 21 Uhr hier alles aktiviert, also rausgeschmissen, angefüttert und so weiter. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt gehen hier hoffentlich gleich die großen Brocken rein. Zack, hauen wir erstmal wieder raus. An der Stelle natürlich wie immer auf 35 Meter geklippt. Sollte mittlerweile, glaube ich, ganz gut bekannt sein. Wer es noch nicht erkannt hat, hier 83-145, also direkt gegenüber vom 1er Anleger. Hier vorne haben wir die City. Kann man mal eben hinlatschen. Ist schnell erreicht, der Spot. Ich hatte zuletzt schon ein bisschen rumprobiert hier in dem Bereich auf Lachs hier an dem Anleger. Auch zuletzt nochmal in einem Turnier. Und da war dann Lachs als Köder ganz gut. Und der Tron hatte jetzt zuletzt im Discord auch noch ein bisschen rumgepostet, mehrfach, und hatte da seine Kescher gezeigt. An der Stelle ebenfalls mit Lachskombination. Und es sah echt gut aus. Vor allem sind auch ein paar seltene reingegangen hier. Und da bin ich natürlich jetzt gierig drauf. Gucken wir mal. Die ersten beiden Brocken sind drin. Der erste jetzt gerade eben erst mit 21 Kilo. Fing also schon richtig gut an. Erster Brocken hier auf diesem Setup. So ist es zusammengebaut. Ja, Lachskräuter. Lachs 14er sogar nur. Und Lachs als Dip natürlich. PVA habe ich zwei Variationen drin. Das hier ist Carb Lachs, Carb Lachs. Und das andere ist Bernie Lachs. Das heißt, ich kombiniere jetzt hier gerade zweimal eher ein bisschen was Fluffiges mit leichten Partikeln, kleinere Partikel zum Anlocken. Und auf der dritten Route ist dann einmal ein PVA mit drin, wo größere Partikel drin sind. Und ich gucke mal, inwieweit das jetzt funktioniert. Das heißt, jetzt auf der Route kommt das Kleinteilige auch schon runter wieder. Da sollte jetzt auch schon genug Futter drin sein. Die erste Route hatte ich jetzt ein zweites Mal ausgeworfen. Nee, ne? Die wollen wir ja gar nicht hier, die kleinen Schäbigen. Die wollen wir ja gar nicht. Auch wenn wir hier kleinteiliges Futter drin haben. Gucken wir mal eben im Detail. Also Basis einfach auf Erbse. Erbse nochmal mit drin, Mais, Lachsöl. Natürlich hier für die Aromatik. Und Lachs- und Thunfisch-Feedpellets sind hier schon drin. Aber wie gesagt, eben auch hier die Basics. Einfach diese Karpfen-Basics, ne? Mit Erbse und Mais einfach mit drin. Ja, nehme ich jetzt mal runter. Beziehungsweise ich kann das andere auch nochmal mit auswerfen. Und zwar ist das Bernie Lachs. Hier ist es. Das kommt jetzt mit raus. Das habe ich auf der dritten Route auch schon mit dran. Auch hier wieder gemahlene Erbse. Lachs 14er. Boily gemahlen quasi, geschreddert. Dann auch hier wieder die Feed Pellets. Extra Thunfisch ist jetzt hier noch mit drin. Vielleicht mache ich auch gleich nochmal eine Kombination mit Thunfisch. Könnte man auch noch machen. Warum auch nicht? Die hatte ich noch rumliegen hier, die Futtermische. Also, zack, raus damit. Genau, schön auf 35 Meter. Sonst vom Setup her, was halt immer ganz gut funktioniert, ich habe hier nur diese 50 Gramm Blei, diese Kugeln, die Eier, die sich halt schön locker immer so ein bisschen mitdrehen, wenn da ein Fisch dran geht, und dann aber auch trotzdem guten Hakeffekt haben. Insgesamt halt hier um die 30 Kilo halt das Setup aufgebaut. Ich muss jetzt demnächst mal meine Rollen reparieren, die sind schon mächtig durch. Ich hade halt gerade, repariere ich die Rollen, hole ich mir lieber neue Rollen, ganz andere, also jetzt die in Richtung Wenger oder, ich weiß es gerade noch nicht. Ich spare gerade halt einfach erstmal noch ein paar Kohlen zusammen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Vielleicht kommt ja noch irgendwas ganz anderes, gucken wir mal.
So, bam, jawohl, geht auch weiter hier. Sehr schön. Ja, und so soll das jetzt gehen. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir natürlich gerade Nacht. Kann natürlich in der Nacht auch ein bisschen weniger abgehen. Würde bedeuten, jetzt gleich in den Morgenstunden ist es nochmal entscheidend. Da schaue ich dann auf jeden Fall nochmal, wie das denn speziell in den Morgenstunden abgeht. Wäre natürlich gut, wenn dann noch ein bisschen mehr Frequenz dann kommt. Aber das Ganze muss ja auch erstmal wirken. Die paar Minuten, die ich jetzt hier erst stehe, das Ganze braucht immer ein bisschen Zeit. Karpfenangeln ist halt kein Sprint, sondern mit Anfüttern und allem drum und dran braucht das ein bisschen. Heißt also, ich warte noch mal ein bisschen ab und dann gucken wir mal, was sich jetzt hier so tut. Ich hoffe, da gehen noch ein paar schöne Brocken rein. Ja, und so soll das natürlich auch sein. Zack, Morgenstunden und es bimmelt wieder los. Perfekt. Also, ziehen wir sie raus hier, die Brocken. So muss das. Die zweite geht auch gerade schon direkt runter. Perfekt. Ja, in der Nacht war jetzt gerade noch ein Brocken mit dran. War auch nicht verkehrt. Gucken wir gleich nochmal rein. Aber man merkt tatsächlich, in der Nacht ist so ein bisschen Flaute. Und jetzt kann es gerne wieder losgehen. Ich habe noch nicht wieder erneut angefüttert. Dadurch, dass ich ja so spät erst hier am späten Abend erst angefangen habe, ist die Wirkdauer des PVAs, also der Futtermische, noch lang genug da. Deswegen habe ich jetzt nicht wie sonst immer, gerne so um 4 Uhr in der Nacht halt nochmal nachgefüttert. Das mache ich jetzt vielleicht erstmal so gegen mittags ungefähr. Also das müsste noch reichen. Dann warte ich ab so in der Mittagszeit, schmeiße ich dann nochmal die großen Pakete rein, also die großen Partikel. Und dass die kleine Futtermische lasse ich jetzt ganz weg. Also ich mache das halt gerne so eine Basis, so ein karpfiges Milieu erstmal irgendwie, dass das so mit Erbse und Mais und solchen Komponenten und dann ein bisschen gezielter die Futtermische dann quasi mit den Aromen, mit denen ich dann eben auch angel. Ja, geht ganz gut rein hier. Hat ordentlich Bock. Nicht schlecht. Aber man sieht auch tatsächlich, mein Setup hat schon ein bisschen gelitten. Der Verschleiß auf den Rollen, der ist spürbar. Normalerweise überhaupt kein Problem hier mit der Tagara auch deutlich größere Brocken zu bremsen. Na, der will einen. Der will noch ein bisschen. Also, gar nicht so lange rumhantieren hier. Einfach hochziehen und locker einkurbeln. Einfach nur nach oben gucken, also jetzt nicht mit der rechten Maustaste, sondern einfach nur so nach oben gedrückt. Nach oben haben sie es halt immer am schwersten, ne? Einfach hochziehen und et kütz so langsam. Und natürlich auch wichtig, da vorne ist schon was zu sehen. Da ist schon eine Flosse zu sehen. Auch wichtig natürlich, schön keschern die Brocken, nicht noch mehr Verschleiß farmen. Das geht dann ja tendenziell eher auf die Rute, auf den Blank. Wenn man dann hier so ein großes Gewicht einfach so durch die Luft fliegen lässt. Das wollen wir nicht. Wenn die schon so viel Gewicht haben, dann nutzen wir natürlich auch aus, dass die im Wasser nicht ganz so schwer sind. Dann ziehen wir sie einfach hier vorne vor die Füße und keschern ihn im Wasser. So, komm ran hier, Alten. Ein bisschen in verschiedene Richtungen. Jetzt guckt er hier gerade rechts rüber, schwimmt darüber. Aber das sieht auch schon ganz gut aus hier. Puh. Will er noch nicht. Will er noch nicht. Aber ich glaube, es war ein Spiegel, wenn ich die Schwanzflosse da richtig gesehen habe. Auch von der Färbung her. Ich könnte gleich nochmal eine Bremse höher gehen. Ja, gehen wir mal auf fast dicht hier. 29er Bremse reicht. So, und da kommt er an hier, jawohl. Und da kommt er an. Pah. Immer wieder geil, oder? Also mal ohne Scheiß. Ich bin ja jetzt nicht so häufig auf Karpfen. Aber so für zwischendurch macht jetzt schon Bock, die Brocken hier anzulanden, ey. Na, vielleicht hat er doch ein bisschen mehr auf den Rippen. Nicht schlecht. Alter, der nächste mit 21 Kilo. Ist er denn wahr, ey? Krass.
Der erste war schon mit 21, 21,1, 21,7. Gerade war noch ein Schuppi und ein Spiegel in der Nacht. Auch nicht verkehrt. Schuppi auch mit 14 Kilo, passt auch ganz gut. Ja, krass. Läuft doch schon ganz gut. Das war jetzt hier die 1, genau. Also direkt wieder auswerfen hier. 35 Meter. Ja, komplett raus. Und dann der nächste. Der ist aber wieder ein bisschen kleiner hier. Das ist jetzt hier die Kombination Boilie und Mais. Dementsprechend halt ein bisschen kleiner. Das erste ist halt Boilie und Boilie. Da gehen dann doch die größeren Brocken drauf. Also für die großen Brocken große Boilies. Na, was haben wir da? Das ist doch ein seltener. Oder nee, das liegt an der Sonne, oder? Liegt's an der Sonne? Nee, es ist ein seltener. Ha! Sehr schön. Immerhin 4,4 Kilo. Schadet nicht. Nimmt man auch gerne mit, die Brocken. Schön. Goldener Spiegelkarpfen. War nicht die Sonne, war die Färbung. Schönes Ding. Geiler Brocken. Immer gerne mitgenommen. Weiter raus damit hier auf Lachs 20, Lachs Mais. Ja, geil. Gerne mehr davon. So, raus damit. Und ja, weitermachen, ne? So, alles wieder schön straff ziehen. Und dann lüptet jetzt so Stück für Stück weiter. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein. Wir hatten natürlich jetzt hier einen kleinen Break. Man sieht es hier so von der Nacht hier in dem Bereich. Genau, hier war so ein bisschen die Nacht. Also so richtig große Frequenz war noch nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon ganz gut zufrieden sein damit. Und auch kohlemäßig gar nicht verkehrt. Ich ziehe gleich einfach noch ein bisschen weiter raus. Mal gucken, ob sich da nicht noch richtig Kohle machen lässt. So, ich habe jetzt noch mal eine halbe Stunde weitergemacht, beziehungsweise die halbe Stunde voll gemacht. Und so sieht es jetzt aus nach einer halben Stunde. Ein richtig schöner Geister-Spiegelkarpfen ist auch noch reingegangen. Auch richtig gut. Gucken wir gerade mal eben. Das schmeckt natürlich richtig. Auch der hier einfach auf Lachs 20 Pop-Up und Lachs Mais. Also tatsächlich auf der Basic Pop-Up-Kombination. Richtig, richtig gut. Ja, in Gänze schmeckt natürlich. Zwei seltene jetzt in dieser kurzen Zeit. Ein paar Schuppis dabei, gute Gewichte mit dabei. Also, so muss das sein. Und aufgrund natürlich von so einem seltenen Fisch jetzt hier 350 Silber in einer halben Stunde. Wenn wir den mal rausnehmen, schmeckt das natürlich immer noch. 230 Silber, auch ohne so einen Ausreißer, für 30 Minuten gar nicht verkehrt. Also Kratsching kann man mal machen. Also ab zurück an den Spot. Ich muss noch ein paar Brocken rausziehen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.